Frau Hochstetter, beim Hundediplom wurden neue Wege eingeschlagen. Könnten Sie uns bitte kurz erklären, worum es dabei geht? Also neue Wege sind hauptsächlich die gewaltfreien Wege, die neuen Methoden, wo man, ja, allzu neu sind sie gerne einmal, aber bei uns im Land Vorarlberg sind sie ziemlich neu. Und man entwickelt halt jetzt zum Beispiel Klickertraining, wo der Hund einfach die Motivation so stark hat, mit mir was zum Tun, dass er immer da ist, der wird belohnt. Es gibt also keinen Schmerz mehr, eine gewaltfreie Kommunikation und nur eine gewaltfreie Trainingsmethode mit sehr viel Belohnungen. Und was ich auch zum Beispiel bei meinen Hunden tue, die mir noch viel fürs Fressen was schaffen, aber immer in einem positiven Aspekt. Und wann beginnt die Ausbildung und wo kann man sich darüber informieren? Also die Hundetrainerausbildung beginnt am 6. November. Der erste Kurs ist leider ausgebucht. Wir haben eine Homepage www.hundediplom.at und da kann man sich für die weiteren Kurse anmelden. Und ein weiterer Kurs wird wann voraussichtlich stattfinden? Im Jahr 2009, im Herbst, werden wir wahrscheinlich beginnen und das ist dann bis ins Jahr 10. Frau Hochstetter, auf was muss man Ihrer Meinung nach am meisten Wert legen in der Hundeausbildung? Also das Allerwichtigste für mich ist ein Hintergrundwissen, dass ich weiß, wer ich mit dem wunderbaren Wesen Hund zu mir ins Haus geholt habe. Dazu gehören noch Verhaltensweisen und ganz wichtig ist auch die Lernmethodik. Die Lernmethodik vom Hund läuft gleich wie beim Mensch. Sie soll in kleinen Schritten sein, sie soll positiv sein, dass der Stress ausgeschaltet ist und sie soll so sein, dass ich nicht was im Kopf habe und der Hund muss das erahnen, sondern ich muss das wirklich in kleinen Schritten mitteilen und auch ständige Wiederholungen machen, in verschiedenen Kontexten. Der Hund lernt immer kontextbezogen, das heißt immer mit derjenigen Umgebung auch mit. Wenn der zum Beispiel Platz machen kann auf dem weichen Wohnzimmerteppich, den kann der nicht Platz machen in einer nassen, kalten Wiese. Und das muss man der Hundehalter mitgehen. Dass sie, meine Leute kriegen zum Beispiel immer ein Wohnzimmertraining, wir trainieren was auf, sie kriegen Hausaufgaben und nachher wird das nächste Mal angeschaut. Und nachher kommt eben ganz langsam die Ablenkung dazu. Und das sind so die grundlegenden Pfeiler, ein bisschen was von der Lernmethodik vom Hund und vom Wesen und vom Verhalten. Sehr viele haben auch beim Aggressionsverhalten das Gefühl, es ist offensiv, also der Hund will aggressiv sein, der attackiert, weil er meint, er ist der Macho. Der Hund, also 80% aller Beißunfälle, passiert aus Angst und Unsicherheit. Und nicht, weil der Hund angreifen will, sondern das sind Angstbeißer, wo denn kein anderer Weg mehr wissen. Wenn ich Angst mit Aggression beantworte, dann wird sie schlimmer. Wenn ich Angst mit dem beantworte, okay, ich gebe da mehr Raum, ich gebe da mehr Platz, ich zeige dir, dass das nicht gefährlich ist für dich, dann haben wir die richtige Lösung.